Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Remastered. Aber wie ihr sehen könnt, ist das keine ganz normale Folge Remastered, sondern der Fraktion Multiplayer. Und da funktioniert es so. Am Anfang wählt man halt seine Seite aus. Fireflies oder Überlebende. Eine kleine Geschichte dazu. Die Überlebenden haben, also die überleben halt, ist klar, Survival. Und die Fireflies, die haben einen tieferen Grund. Sie suchen nämlich immer noch nach einem Heilmittel. Und die Überlebenden kommen ihnen halt in die Quere und dann gibt's so voll dick fett Battle of Death und Doom, wenn die aufeinander treffen. Da drüben, rechts, dieser Kreis, wo die ganzen Punkte sind, das sage ich euch jetzt. Und zwar, die blauen Punkte, das sind, oh, Wasserturm, auf jeden Fall Wasserturm. Die blauen Punkte sind die die Gesunden, die etwas graueren, das sind die Hungrigen und die roten, das sind die Kranken. Und je nachdem, wie das Match ausgefallen ist, verändert sich das. Und wenn es sehr gut ausgefallen ist, kriegst du vielleicht sogar meinen Überlebenden. So, ich werde immer den Unterstützer spielen. Manchmal vielleicht sogar nicht. Es ist noch nicht so im Klaren. Aber ich liebe den Unterstützer einfach, weil er die Waffe Vollstrecker hat. Die ist einfach so geil. Die tötet mit 4 Schuss. Und ich liebe es einfach. So. Also, man kann eigentlich alles machen wie bei dem Story-Modus. Man kann Sachen finden, man kann sie bauen. Dann kann man den Lausch-Modus, Entschuldigung, für diesen Anstups am Mikrofon, kann man diesen Lausch-Modus noch machen. Ja. Gesten anscheinend auch. Ich würde sagen, los geht's. So, wir sind immer zu viert. Also die 4 Leben, die wir jetzt gerade haben, das sind die, wo wir halt jetzt haben. Also wir sind jetzt gerade 4 Leute und 20 Mal können wir respawnen. Also insgesamt, am Anfang hat man 24 Leben. Aber Ziel ist es natürlich, so wenig wie oft zu so wenig wie möglich zu sterben. So, da haben wir noch ein paar Sachen. Und da wurden schon 2 Feinde markiert. Das ist der Lautmodus. Da werde ich aber auch gleich etwas näher erläutern. So, am besten rennt man nämlich nicht, weil wenn man rennt, wird sehen, dass die Gegner auf der Karte und die versuchen mal den Typen da auszutricksen. Nee, da kommt er nicht. Ach, da will ich ja vorbeikriechen. Gut. Oh Gott, das ist ein anderer. Was? Nein, nein. Fuck. Ja, das sollte einem eigentlich nicht passieren. Verdammt. Ja, ich muss dich wieder einkriegen. So, dann weiter. Ich spawn. Hallo. Jetzt aber. Ja, das war eigentlich jetzt gerade total unprofessionell. Also man sollte am besten die ganze Zeit geduckt gehen. Man kann auch gehen. Aber rennen, wenn du das tust, dann sieht man, wird man auf der Karte gesehen und ich versuche jetzt mal eine Rambo-Aktion. Alter! Eigentlich funktioniert das nie, aber diesmal hat es funktioniert. Jetzt fühle ich mich irgendwie ein kleines bisschen verarscht. Aber ich rate euch eigentlich wirklich die Lausch-Aktion zu machen, also am besten die ganze Zeit so ruhig sein, so richtig leise fortbewegen, also den Ninja, den Assassinen zu machen und nicht den Rambo. Bei Rambo, das könnt ihr bei Battlefield 4 oder Call of Duty. So, wie viel steht's? Wir haben noch 22, die haben noch 18 Leben. Gut, dann schauen wir mal da rein, was ist da drin? Da vorne niemand, okay. Nice, Money. So, meine Waffe tötet mit 4 Schuss. Sollten wir 5 haben, dürften wir nur einmal daneben schießen. Ob es sich verringert, die Rate, wenn wir in den Kopf ballern, keine Ahnung. Medikits sind super wichtig. Und ihr habt vielleicht gesehen, wie schnell ich das Ding gebaut habe. Das liegt an dem Unterstützer. Seine Fähigkeiten sind... Naja, zu überleben. Auf jeden Fall gehört dazu, dass er Leuten ganz, ganz schnell heilen kann. Also nicht ganz schnell, sondern eher kostenlos heilen kann.
Und Alter, war das knapp. So, kostenlos heilen kann, nach und nach. Sich selber sauschnell verarzten kann. Leute verdammt schnell wiederbeleben kann. Also wenn sie mal unten sind, aber noch leben, kann man sie wiederbeleben. Und einfach Medikits, also Medikits auch schnell benutzen. Und selbst Medikits werden in Lichtgeschwindigkeit gebaut. Das ist super. Und der ist auch nicht schwach. Also ich finde, der ist einfach fast schon zu overpowered. Ich meine, ganz ehrlich, 4 Schuss. Das Ding ist richtig geil. So, versuchen wir mal den Typen da hinten zu überraschen. Wir gehen hier runter. Nochmal lauschen. Aha. Und dann gehen wir hier hoch. Da hinten ist er. Und ja, das hat uns gerade so viel gebracht. So, versuchen wir mal den Typen auf die Fresse zu hauen. Hä? Fuck, ich wurde markiert. Das hat's ja gebracht. Gut, die Markierung ist weg. Da hinten geht die Action ab. Da. Oh fuck, der wird mich gleich von hinten holen. Oh je. Fertig, ausrücken. Holen wir uns ein paar Sachen. Hoho, ganz schnell aber. So. Medikit brauchen wir nicht. Können wir was bauen? Auch nicht. Ah, Munition. Geil. Ja, man kriegt nämlich auch Teile. Und mit den Teilen kann man seine Waffe upgraden. Wie sonst. Und sich Munition kaufen. Aber nur, wenn es wirklich Notfall ist. Weil normalerweise, wenn du knapp bei Muni bist. Okay. Wenn du knapp bei Muni bist, musst du eigentlich nur zu so einer komischen Kiste gehen. Und ja. Da kriegt man meistens Muni raus. So, wie viel steht's jetzt? Es steht genau 17 zu 10. Wir haben noch 7 Leben mehr als sie, also es sollte einfach eigentlich easy sein. So. Niemand dort. Da hinten. Hau mir gleich mal in die Fräse. Scheiße. Scheiße. Nein. Was? Mit einem Schrotgewehr? Okay. Ja, dumm gelaufen. Wir sind aber immer noch vorne. Geil, die haben nur noch 8 Leben, wir haben noch 16. Wir haben das Doppelte. Also wenn wir jetzt noch verlieren, ey, ich habe keine Ahnung, was wir danach tun sollten. Da hinten. Los. Komm, ich will den Typen in die Fresse hauen. Komm, komm, wir klauen die Exekution. Ja. Das ist so ziemlich das Asoziale, was geht, ne? Ein Mitspieler macht ihn down und du klaust ihn einfach mal die Exekution. Weil Exekution kriegt, mit Exekution kriegst du auch nochmal Punkte. Voll ins Maul, schießen, schießen, nein, nein, nein. Meine letzte Hoffnung sind meine Freunde. Los, bitte, töte mich nicht, nein, 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 nein. Scheiße, nein. Ja. Fuck. Nein, Terence. Oh Gott. Nein, Terence, wieso? Wieso tust du mir das so an? Munition. Komm, ein bisschen mehr geht doch bestimmt. Okay. Mehr brauchen wir anscheinend nicht. So, jetzt gebe ich den Typen mal so richtig einer aufs Maul, ey. War der nicht einer? Fuck, jetzt ist mein Lauschmodus leer. Nur noch 8 Verstärkung. Oh fuck. Nope. Nope, 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 nope. No. Oh fuck, jetzt haben wir nur noch 7 Verstärkung. Nee, warte, die haben nur noch 6 Leben. Wir haben noch 10 Leben. Wo ist hier jetzt bitte schön 8 Verstärkung nur noch? Ich check's nicht.
Das klingt nicht gut. Obwohl, doch, wenn ich mir recht anschaue, klingt's gut. Da ist jemand. Oh fuck, Nagelbombe. Lass mich durch. Oh, das ist knapp. Ich sollte mich verarzen. Boah, den hau ich jetzt voll in die Fresse. Scheiße. Nein, nein, nein. Ich würde dieses Match als Let's Fail ansehen. Alter, die haben noch 6 Leben, wir haben nur noch 6 Leben. Alter, das ist jetzt gerade voll knapp, oder? Warte. 5, wir haben 5, wir haben 6. Oh fuck, jetzt haben wir nur noch ein Leben Vorsprung. Shit, man. Okay. Nice. Vorräte, die sammeln wir. Niemand. Okay. Dann lass uns gehen. Noch ein bisschen plündern. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Verpiss dich aus meinem Land, Junge. Oh scheiße, heilen, 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 heilen. Seht ihr? Das ist so geil. Oh scheiße, nein. Fresse halten. Oh, wäre ich doch nicht. Wieso bin ich ins Menü gegangen? Nein. Aui. Wieso bin ich ins Menü gegangen? Es hätte so schön sein können. Der letzte Überlebende. Und so schnell haben wir verloren. So schnell. Meine Fresse. Alter. Ja, der hat keine Chance mehr. Nee, nee. Der hat gar keine Chance. Es wird nichts. Wir haben verloren. Obwohl. Er hat ein Jagdgewehr. Und Entschuldigung, dass ich jetzt gerade gehe, ne? Nee. Okay, der Schuss müsste ein Headshot sein. Dann könnt ihr gewinnen. Ja, jetzt umkreisen sie ihn. Umzingeln ihn. Ja, fuck. Seine Rüstung ist weg. Das war's. Ja. Ja, die fühlen sich gerade voll cool. Leider kein Together. Yep. Weil das ist gerade Vorratsabzug. Es gibt noch einen Modus, der heißt Überlebende. Bei Überlebende darfst du, wenn du da stirbst, bei dem Spielmodi, bleibst du tot bis Rundeende. Dafür ist das Feeling einfach viel geiler. Und die Taktik. Du kannst das Spiel eigentlich nicht alleine spielen, sondern. Also den Modi kriegst du nicht alleine hin. Da ist wirklich Versteckung, also wenn du mit jemandem labern kannst dabei, das ist richtig hilfreich, sage ich dir. So, das sind Exekutionen. Habe ich aber noch gar keine. Ja. Gesten brauche ich auch nicht. Ich würde sagen, wir haben alles. Ja, und wir haben, wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir jetzt auch Plus gemacht. Bei Überlebende. Und immer noch null hungrig und null kranke, also wir machen es bis jetzt schon gut. Ich glaube, plus 2 Überlebende haben wir gemacht. Außerdem unter pro Tag benötigt, also rechts, da wird immer so angezeigt, was sie gerade so machen. Ja, Damm, auf jeden Fall Damm. Damm ist super. Weil Finanzplatz, ja. Nee, nicht so mein Ding. Ich mag Damm eher. Ich finde den Damm geiler. So, was gibt's denn eigentlich noch für Klassifizierung? Ich habe keine Ahnung. Oh fuck, der Timer läuft ab. Der Timer läuft ab. Das Schützer. Nee, braucht nichts. Yep. Hoffentlich wird diese Runde viel besser als die letzte.
Es wird denn mal richtig den Arsch versohlt. Kommt schon. Meine Teamkameraden, den zeigen wir's. Boah, hab ich Hunger. Oh Mann, warum sag ich das in der Aufnahme? Los geht's. So, man merkt auch, wir sehen zu Match immer anders da aus. Ne? Ja, ist wieder ein ganz anderer Typ. Okay. Den Vollstrecker ausgepackt. Und Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde, wie es scheint. Ja, da ist schon einer vorbeigerannt. Jupp, jupp, jupp. Wo ist er? Nicht zu sehen. Scheiße, scheiße. Nein, bitte nicht. Kein Rauch. Oh, fuck. LOL. Das ist aber nicht dieselbe. Das kann nicht dieselbe sein. Das wär, sie wäre viel zu schnell gewesen. Boah, ist die gut. Alter, ist die gut. Natürlich können wir noch nichts upgraden. Ja, ich glaube, das waren zwei Personen. Das muss Teamwork gewesen sein. Naja. Hier unten in den Wäldern, da ist sowieso nicht so viel los. Aber wenn ich es mir gerade so richtig ansehe, könnte ich die vielleicht abpassen. Da oben sind sie. Jetzt zappelt und... Hör auf! Nein! Nicht so rumzappeln, du zappel, Philipp! Fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Runter zu den Wäldern, runter zu den Wäldern. Auffrischen. Ich brauche Munition, Heilung und sonstige Sachen. Hilf mir. Wow! Alter, ist das viel! Können wir was bauen? Ja, besser noch nicht nachschauen. Wir sollten wirklich erstmal gucken, dass wir einen Vorsprung erhalten. Da oben sind sie. Ich glaube, da kommt um die Ecke. Yep. Los, los. Nein. Gott, ich hätte ihn noch gekriegt, wenn sie nicht zu zweit gewesen wären. Ne, wir können immer noch nichts upgraden. So, jetzt aber. Ich gehe den unteren Weg. Ah, da ist ja gleich einer. Meint ihr, den kriegen wir? Okay, versuchen wir einen Überraschungsangriff. Da ist er. Los geht's. Oh, fuck. Nein, der ist so bestimmt gleich tot gewesen. Der hat doch drei Schüsse schon abgekriegt. Aber wir können immer noch nichts upgraden. Das Bett quietscht. Mann, wir brauchen Vorsprung. Wir liegen zwei im Rückstand. Oh, jetzt yes, ist uns nur noch eine Kampfwaffe. Warte, konnten wir einen Molly bauen? Ja, wir konnten einen Molly bauen. In der Nagelbaube. So, jetzt werde ich euch das zeigen. Ich werde euch so ziemlich das Overpower zu zeigen, was es gibt. Hier. Zieht euch das rein. Ich werde im Moment jetzt nicht wirklich perfekt abpassen können, wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich Kamikaze machen. Mehr oder weniger. Zieht es euch einfach mal rein. Da ist keiner. Da oben sind sie. Kommt einer vorbei? Oh fuck. Los. Ich weiß, ich gehe jetzt gerade einen riesigen Umweg, aber ich will sie überraschen, deswegen. Da sind zwei. Gut, los. Molly und. Schnapp sie dir.
Geil. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen lame gewesen. What the fuck hat das viele Schraubenmuttern gegeben? Ich würde sagen, holen wir uns das mal. Und Munition. Geilo. Jetzt ist meine Pistole noch geiler, einfach mal. Yep, abgegradet. Nachladen. Und jetzt schnappen wir sie uns, Jungs. Obwohl, es sieht nicht so gut aus. Ich meine, wir sind 13 und die sind zu 18. Ja, zu 18 ist kein Wort, das ist mir schon bewusst. Davon brauchen wir nichts. Okay. Ich würde sagen, helf mir ihm. Oh fuck, die kommen von dort. Scheiße, scheiße, scheiße. Von. Scheiße. Oh, kommt schon. Bitte. Das muss ich doch auch auf die Reihe kriegen. Oh mein Gott, Alter, brutalerweise umgebracht. So, jetzt zeige ich euch mal das Sturmgewehr. So, hier unten und da ist doch jemand. Ich hab's auf der Map gesehen. Ja, da ist er. Treff ihn. Ja, geil. Wir treffen ihn. Komm, wir machen ihn kaputt. Alter, komm, ich glaube, Alter, das ist ein Sniper. Der hat eigentlich Vorteil. Komm. Komm, los. Geil, er ist down. Er ist down. So, mit der Pistole noch. Da ist er tot. Da hinten ist einer. Komm, 1, 2, 3. Ein Treffer braucht er noch. Los, holen wir uns. Meins, 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 meins. Wo ist der denn? Na, wo ist er denn? Scheiße, da ist er. Wow, der hat jetzt nochmal 4 weggesteckt. Der hat anscheinend ein Medikit. Und das kriegst du. Bam. Wow, oh, liegt hier viel rum. Oh, geil. Oh, geil. Geil. So, nachladen. Und jetzt fischen wir noch den anderen weg. Was können wir uns bauen? Erstaunlich wenig. Bauen wir uns eine Rauchbombe. Die hat mich ja am Anfang schon umgebracht, also. Wird's nicht dumm sein. Warum werde ich die ganze Zeit markiert? Oh fuck, das gefällt mir nicht. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Heilen. Auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse. Ich habe ihn gedown. Ja, er ist sogar down. Nein. Au. Bitte tu es nicht, ich bin dein bester Freund. Oh. Ich würde sagen, das hat sehr, sehr aua Bubu gemacht. Voll Idiot. Meine Fresse. Ah, ich entschuldige das. Bitte verzeiht mir. Das war mein kleiner Bruder. Es wird nie wieder vorkommen. Versprochen. Bitte ignoriert das. Bitte. Mann, und das so kurz vor Ende. Jetzt hatte mir noch ein letztes die Aufnahme versaut. Nice. Los, holen wir sie uns. Nein! Wieso? Was so? Bitte! Hab Erbarmen. Okay, also ich würde sagen, das war die Folge. Bis zum nächsten Part. Wenn es das Video euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen runter. Ein Abo würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bei The Last of Us Remastered.